So, nächstes Video von Kaiser. Es geht um Jack Doherty. Meiner Meinung nach unsympathischer Influencer, der existiert. Wer kennt den? Der war ja sehr lange Zeit auf Kick aktiv. Ich glaube, inzwischen wurde er von Kick gebannt. Ich habe auch ein paar Clips gesehen auf YouTube. Und Kaiser hat ein Video gemacht mit dem Titel Jack Doherty muss endlich verhaftet werden. Der Bruder muss endlich verhaftet werden. Und ich würde mir gerne mit euch angucken, was er gemacht hat. Ich weiß schon, was er gemacht hat, aber ich würde gerne wissen, was Kaiser dazu sagt. Yo, was noch? Jack Doherty? Den ja, Typ, den keiner mag. Weiß ich den noch. Streamer, der andere Leute öffentlich provoziert und sich dann hinter seinem Security-Mann versteckt. Er ist so ein Feigling, Mann. Er ist so ein Feigling. Und das hat er super oft gemacht. Der hat eine Security oder zwei Securities, geht zu irgendwelchen Leuten, belästigt die, ist asozial. Und wenn die dann zurückmucken, ihr habt es gesehen, schickt er seine Security vor. Wieso hast du denn den... Also er hat das schon super oft gemacht. Er provoziert Situationen, die halt unangenehm, asozial oder gefährlich sind. Und dann versteckt er sich hinter seiner Security. Völligen Bezug zum Leben verloren, das kann doch nicht sein. Ich kann mich an Momente erinnern, ja, wo ich Influencer vermisse, wie hier Besenkopf, wie Zwiebelsohn. Alle, die mich abfeiern, so wie ich bin, meine eigene Sprache, mit meinem eigenen Style, dies, das. Wallah, ich... Ja, boah, das Video ist so alt. Ich bin ehrlich, hin und wieder mal gibt es solche Leute, die auf der Welt herumlaufen, denen du jetzt nichts Schlechtes wünschst, aber wenn irgendwo mal der Ärmel eingetaucht wird beim Händewaschen und sowas, dann sage ich auch nicht nein. Und Jack ist genau so eine Person, weil sein Content besteht eigentlich nur aus Leute ärgern. Normalerweise würde ich das nicht sagen, weil ich bin niemand, der auf Aussehen geht. Aber ich finde, der hat auch so das perfekte Gesicht zum Draufschlagen. Sorry. Mutti hat geschrieben, schämen sich die Bodyguards nicht, so einen Typen zu beschützen? Das habe ich mich auch gefragt. Warum sollte man, ich meine, er gibt wahrscheinlich super viel Geld, ne? Und die Bodyguards wollen auch nur überleben, vor allem für ihre Familie und so, sorgen. Und aber ich glaube, ich könnte das nicht, Bro. Also, so einen Hu zu beschützen bei seinen Aktionen, das ist insane. Und Werbung. Werbung für OnlyFans, für seinen Kanal und für den Kanal von irgendwelchen OnlyFans-Creatorinnen, mit denen er halt affiliated ist. Und das gemacht. Mit seiner Freundin tatsächlich. Ja, also seine Freundin hat OnlyFans und der hat Sex mit seiner Freundin auf ihrem OnlyFans. Weiß ich von einem Freund. Doch, Fat Cash. Hast du deine Crib gesehen? Wie alt ist der? Ich dachte, er ist 15. Ich glaube, der ist tatsächlich schon über 20, 20, 21. Keine Ahnung, aber ich finde auch, dass er aussieht wie ein Kind. Schau das an, das ist ein Hausbruder, 650 Quadratmeter in Long Island, also nur, dass ihr es wisst, ja, meine OnlyFans ist am Weg. Ich finde es cool, weißt du, okay. Schau mir das gerne an, wie leben denn die Ultrareichen, wie leben die Leute, die zu viel Geld aus ihrem Arsch ziehen können und sowas. Und ich habe mir das angeschaut und er zeigt auch seine Autos. Seine Autos sind besonders wichtig, insbesondere der McLaren, das ist der mit den Farbspritzern drauf. Bitte mal kurz drauf schauen. Ich gebe euch mal einen kleinen Rundgang durch meine Autosammlung im Wert von $1 Million und das mit 20 Jahren. Das war der erste Lamborghini, den ich je... Das mit der KI-Stimme ist gut gemacht, auf jeden Fall. Es ist so unfair, dass so ein Dummer so reich ist. Ja, das Leben ist halt nicht fair, ne? Es gibt sehr viele Menschen an der Spitze, die so sind. Generell müssen wir aufhören, solche Menschen Fame zu machen. Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum der Fame ist. Also, es wurden super viele Clips von ihm auf meiner Timeline angezeigt auf Twitter. Deswegen habe ich auch relativ viel mitbekommen. Und jedes Mal dachte ich mir, ich verstehe es nicht. So, ich verstehe nicht, warum da einer zuschaut. Also klar, er ist super kontrovers. Er provoziert gefährliche Situationen und das macht er auch noch live und Leute finden das interessant, ne? Das ist wie ein Autounfall, wo du dran vorbeifährst. Du guckst da trotzdem hin. Und Jack Doherty ist dieser Autounfall. Je gekauft habe, das erste Superauto überhaupt, aber das zweite Superauto habe ich wortwörtlich weniger als einen Monat nach dem Kauf meines Lamborghini gekauft. Ja, ich habe 365.000 Bar für den ersten Lambo ausgegeben und dann noch 200... Ich verstehe auch gar nicht, warum der so rich ist. Also klar, der ist relativ bekannt, aber hat er das geerbt? 5.000 Bar. Wissen seine Eltern, was der so macht? Was ich da ausgegeben habe. Ich habe ungefähr 40.000 hineingesteckt. Er ist super laut. Er spuckt Flammen. Alle meine Autos haben Unterbodenbeleuchtung. Aber ja, ich habe diesen McLaren extrem impulsiv gekauft. Ich habe viel Geld reingesteckt und ich fahre ihn nie. Ich habe keine Zeit, irgendeines dieser Autos zu fahren, Dankeschön. Weil ich entweder im Sprintervan sitze und mich von meinen Sicherheitsleuten herumfahren lasse oder einfach zu Hause bin und dort beschäftigt bin. Ich muss bald diese Autos loswerden.
Ja, also er hat circa 250.000. Ja, das eine Auto ist er losgeworden, darauf wird Kaiser gleich noch eingehen. $1000 in seinem McLaren gesteckt. Und das auch nur, weil sein Lambo gerade eben in der Werkstatt war. Ich persönlich, ich find's plausibel. Das ist so wie Channing Tatum, der mal ein Jahr lang nur neue T-Shirts getragen hat, weil er einfach keinen Bock hatte, Wäsche zu waschen. Weißt, manche Leute, die finden Lösungen für Probleme, die es sonst nicht gibt. Aber der McLaren ist doch noch zum Einsatz gekommen. Und zwar letzten Samstag müsste das gewesen sein. Er war mit seinem Kameramann Michael, der anscheinend auch irgendein Kollege von ihm ist. Und sie haben gestreamt. Also Leute, ihr seht doch, dass ich wahrscheinlich dieses Auto einfach zu Schrott fahren werde, oder nicht? Und er sagt es vorher sogar noch. Ich schwöre, ich glaube, das war Absicht. Ich mach nur Spaß. Er spricht wie KI-XD. Ich habe da eine Nachricht für dich. Schreibt jemand hoffentlich, ist nicht gefährlich, wenn du auf dein Handy schaust. Aber ich muss den Chat lesen. Na, war nur Spaß. Sogar im Hurricane priorisiere ich meinen Chat. Zeig uns wenigstens die Straßen. Ja, man kann eh... Ja, also man sieht wirklich fast gar nichts. Das ist komplett verregnet, es ist nebelig und er guckt trotzdem auf den Chat, beziehungsweise er guckt trotzdem beim Fahren auf sein Handy. Weißt du, theoretisch könnte das doch der Kameramann machen. Wir gar nichts sehen. Wir haben scheiß Wetter und einen scheiß Fahrer. Ich mach das aber nicht dran fest, dass jetzt irgendwie die Wetterbedingungen schlecht sind oder sowas. Nein, nein, mir geht's vielmehr darum, dass er anscheinend mehr an seinem Handy interessiert ist, an seinem Kick-Chat interessiert ist. Also das fuckt mich immer ab, ne? Wenn ich Leute sehe, die Auto fahren, also vor allem auf der Autobahn und dann irgendwie... komisch werden, also jemand fährt vor dir und du merkst, irgendwas stimmt da nicht, der verlässt immer wieder seine Spur und verhält sich einfach weird und irgendwann fährst du an ihm vorbei und du siehst, woran es liegt, der Typ guckt die ganze Zeit auf sein Handy und du denkst dir einfach nur, du Pisser. An seinem Leben oder so und an dem Leben von seinem Beifahrer. So einer ist das. Ich lasse den ganzen Clip jetzt einfach mal durchlaufen, achte bitte darauf, dass er 72 Miles per Hour fährt. Ja, das ist super gefährlich. 116 km/h ungefähr. Er wird jetzt langsam beschleunigen und dann Aquaplanen, so wie Poolabdeckung. Er als Fahrer trägt sogar noch die Verantwortung für Beifahrer und er schaut einfach auf sein Handy. Genau, also er trägt die Verantwortung für sich, für den Beifahrer und eigentlich auch um die Fahrzeuge um ihn herum. Weil wenn er einen Unfall baut, dann gefährdet er alle, die sich dort in der Nähe befinden. Das ist auch wirklich das Schlimmste, was man machen kann, bei einer Situation, wo du Aquaplaning hast. Und zwar das Lenkrad so rumreißen. Wie kommt man überhaupt darauf? Also jetzt mal ohne Spaß. Oh, oh, no, no, no. Oh, fuck. No, watch out, was geht ab, Kine? Dankeschön. Fuck, open the door, open the door, open your door. Ich muss sagen, ich traue einem Jack Doherty zu, dass es Absicht war. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich traue ihm das zu. Zumal er es vorhin erwähnt hat, und diese Situation war auch irgendwie, weiß nicht, es wirkte auch unauthentisch, es wirkte irgendwie forced. Also natürlich ist es eine krasse Anschuldigung, aber es ist fucking Jack Doherty. We're locked in here. Holy shit. Was sag ich da? Was soll ich erzählen? Das Video hat mir ein Zuschauer geschickt auf Instagram und ich habe mir gedacht, okay, das ist schon, weißt du, das ist schon sehr dämlich, das ist schon sehr verantwortungslos. Aber das da ist kommt schon, noch mehr. Ich würde fast sagen, das ist schon sehr Jack Doherty. Hallo, kurze Unterbrechung. Könntest du kurz nachschauen, ob du den Kanal abonniert hast? Wenn du das nicht gemacht hast, werde ich weinen. Ich habe mir da glücklicherweise eine rechtliche Einschätzung holen können, hier mit von Christian Solmecke und sowas. Christian, was würdest du zu Jack Doherty in dem Moment sagen? Hurensohn und, weiß ich nicht, Nuttensohn, also... Top, danke dir. Für ein Video wird das aber trotzdem nicht ausreichen, habe ich mir gedacht. Was ist Top, Christian Solmecke. Das ist für Content, da kann ich sagen, hallo Freunde, Jack Doherty ist gecrashed und das war blöd und sowas. Ja, okay, aber das ist nicht alles. Das ist nicht der Grund, warum ich das Video mache. Der Grund, warum ich das Video mache, ist, warum wie er sich danach verhalten hat. Na, wir schauen aber mal weiter. Help, help, help! Break the f***ing window! Oh, oh! Help! Und natürlich muss weiter gestreamt werden. Ganz wichtig. Guck mal, er achtet darauf, dass der Stream noch läuft. Top. Oh, mein f***ing Car, Bro. Und gleich wird das richtig schlimm. Mein f***ing Car. Holy shit, no. Code Kaiser bei Holy. Ich schwöre, er kann froh sein, dass er noch am Leben ist. Guckt euch das mal an, Alter. Are you f***ing kidding me, Bro? Oh mein Gott, Leute, wir sind gerade fett gegen eine Leitplanke gefetzt, Alter. Hilfe! Du filmst das eh, oder? Ja, wir müssen raus aus dem Auto. By the way, Leute, wenn ihr mal ein 50-Euro-Giftcard-Fortnite-Giveaway mit teilnehmen wollt, kann man so reagieren, wenn man gerade fast gestorben ist. Ich, ganz ehrlich, ich habe die Theorie, dass der ein Soziopath ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er kein Soziopath ist. Oder ein Psychopath. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
So reagiert kein normaler Mensch in so einer Situation. Und ihr versteht gleich, was ich meine, weil es wird noch schlimmer. Gestorben. Und by the way, mir ist auch klar, dass du jetzt in dem Moment nicht 100% weißt du, fokussiert bist und 100% die richtigen... Das soll natürlich nicht heißen, dass Soziopathen und Psychopathen keine, in Anführungsstrichen, normalen Menschen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, schaut einfach. Sachen machst du. So klar, der steht unter Adrenalin wahrscheinlich, der steht unter Schock und so. Aber das Erste, woran er denkt, ist erstmal der Content. Er wird so aus dem Auto gezogen. Hast du sowas schon mal gesehen? Als Schritt 2 schaut er erstmal nach, ob es seinem Auto gut ist, was ihm anscheinend egal. Er ist komplett emotionslos. Und dieses Hilfe und alles, was er sagt, wirkt halt einfach nicht echt. Das sind keine echten Emotionen. Bruder, der ist komplett in seinem Content-Wahn. Alles so, der hat 250.000 Dollar geblowt, ist ihm wurscht, es ist ihm wurscht. Oh nein, Freunde, mein Auto, oh je, mein Auto, das ich mir gekauft habe, weil ich einen Monat habe warten müssen, bis mein zweit Lambo aus der Garage rauskommt, aus der Werkstatt rauskommt. Und dann Schritt 3, schaut er nach, ob es seinem Freund gut geht, der by the way immer noch im Auto sitzt. No! Er ist in Ordnung, aber er blutet. Oh shit. Er blutet am Kopf, richtig doll Michael, auch. Der by the way aus seinem Kopf blutet, ne, der wird dann vom Passanten aus dem Auto gezogen. Klar, weil Jack muss ja gerade filmen und das Erste, was er macht, ist, ja, ja. Er steht auf, er geht da um. Er geht da hin und filmt ihn erstmal. Geht's dir gut? Alles cool? Ums Auto oder herum, bist du gedeiht? Michael, nimm die Kamera und film das. Wir brauchen ein gutes Thumbnail. Also das hat er nicht gesagt, aber ich meine, schau dir an, was er macht. Michael, do you film on that phone too? Das ist krank. Das ist crazy. Sein Kameramann ist am Bluten, ja. Sein Kopf blutet und er sagt, film das. Siehst du, dass das gut aussieht? Das ist komplett geistig. Der Typ ist, der ist nicht normal. Der ist einfach nicht normal. Und hier, nimm die Kamera. Das muss gut aussehen, wie meine Freundin und ich uns umarmen, weil ich überlebt habe. Ganz wichtig. Thumbnail. Wichtiger Content. Mein Lieblingsmoment genau bei dem ganzen Stream war dann aber, wo die ganzen normalen Leute kommen und sagen, ja, können Sie mal kurz... Das ist, glaube ich, das Verstörendste. Also das könnte ein Horrorfilm sein. Also das ist halt insane, wie kaputt. Also wenn Leute sagen, Social Media macht einen kaputt, dann ist das eigentlich so... Das beste Video dazu. Neue American Horror Story Staffel, wirklich. Das ist krank. Halbe Black Mirror Folge, ja! Kurz chillen. Kannst du mal kurz auf die Seite und kurz das Video ausmachen und so. Wir wollen schauen, ob ihr verletzt seid. Ich bin mir sicher, Jack wird das verstehen und wird sagen, ja, das machen wir. Stimmt, also das ist eine logische Idee. Also da ist wirklich keine Menschlichkeit mehr hinter. Das ist deine Karte. Ja, klar, ja. Das ist eine andere Sache. Oh. Endlich wollen sie tatsächlich den Kameramann untersuchen und sagen, hey, kannst du bitte aufhören zu filmen, damit wir dir medizinische Hilfe geben können? Hör zu, Mann, ich habe gerade mein Auto verloren. 200.000 Dollar. Ich muss irgendwie mein Geld zurückbekommen. Tut mir leid. Das ist crazy. Da, ich finde, auch an dieser Situation merkt man, dass der einfach... Alles, woran er denken kann, ist Content. Selbst in so einer Situation. Jetzt sei mal dahingestellt, ob da irgendwie, keine Ahnung, Soziopath, Psychopath, Narzisst oder was auch immer ist, wir wissen es nicht, ne? Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung, aber das ist insane. Wow, Jack, was ist das? Ist das auch für Thumbnail oder ist das schon für OnlyFans? Die nächsten paar Minuten kommt dann auch einfach noch die Polizei und ein Abschleppwagen und sowas und die räumen die ganze Geschichte wieder auf und sowas. Und der Fakt, dass er das alles selber mitgefilmt und gestreamt hat und auch diese, ich weiß nicht, potenzielle unterlassene Hilfeleistung und bli und bla und blub und sowas, er wird irgendwie... Vor allem, man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen will, weil das so insane ist. Die Konsequenzen hoffentlich dafür bekommen. Die Seite Kick, auf der er das dann auch gestreamt hat, hat ihn, by the way, mittlerweile permanent gebannt. Ey, es muss schon, guck mal, das ist Kick, ne? Wie krass... musst du verkackt haben, dass Kick dich bannt. Da dann auch die Frage, ob das wieder so ein Permaban ist, der 5 Tage dauert und dann wieder aufgehoben und sowas. Aber ich meine, no front. So, erstens, Jack war einer von den größten Creatern auf Kick. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwann mal wieder zurückziehen werden. Aber zweitens, sie sollten das nicht machen. Also sie sollten wirklich im Livestream dein Leben riskieren. Ich glaube, also keine Ahnung, ob das Kaiser erwähnt,
Aber seitdem Jack Doherty gebannt ist, versucht er auf TikTok, um Geld zu battlen. Hier ist das Leben von anderen auch und dann auch noch dein Car crasht und dann gleich Thumbnails für YouTube und sowas machst. Ich finde nicht, dass du wiederkommen solltest. Am Ende würde ich einfach nur sagen, ich finde es crazy, dass Jack anscheinend wirklich... Generell finde ich, dass die amerikanische Influencer-Szene so eine richtige Psychose geworden ist. Ich sehe so viele Clips von irgendwelchen Schlägereien, von irgendwelchen super gefährlichen Aktionen, von irgendwie, also was geht da ab? Also so schlimm war das ja noch nie, Digga. Diese Person ist und das nicht gestellt ist, dass kein Fake ist und sowas. Was nee, keine Ahnung. Also diese amerikanische Influencer-Szene ist so ganz, ganz weird geworden. Ich habe das Gefühl so, gerade mit Adam Ross und was da abgeht und diese ganzen Clips mit Corinna Kopp, wie er da mit dir rummacht und dann dieses Telefonat mit... Also guck mal, es ist, alles wirkt wie so eine ganz komische Show. Es ist so, als würde man Reality-TV gucken, aber in noch viel extremer. Also da wirkt wirklich gar nichts mehr authentisch. Klar, natürlich sind nicht alle so, aber zumindest von den Mainstream-Influencern wirkt nichts mehr echt. In den Videos macht, also es wirkt immer, alles okay, irgendwie ist halt kaputt. So extra aufgeblasen, also so extra annoying und sowas. Und dann in Real Life ist er eine ganz andere Person. In dem Moment, wo das passiert ist, ich glaube, da könntest du nicht... Amerika ist halt die Extreme. Ja, das sagt man immer. Aber ich habe ja auch damals die amerikanische YouTuber-Szene verfolgt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ansatzweise so extrem ist wie aktuell. Also was muss denn noch alles passieren? Was ist denn in 5 Jahren? Sehen wir Leute dabei zu, wie die sich gegenseitig erschießen oder so? Realer agieren. Da gibt es nichts Ernsteres oder sowas, als halt for real dein Leben und sowas. Aber naja, das ist halt dann so. Amerika, ich glaube, ich habe nicht Christian Solme gefragt, was er davon hält. Ne? Ich mache mich auf jeden Fall jetzt on the road. Ich werde jetzt auch Real-Life-Streamer. Der Ford Blue ist schon bestellt, meine Freunde. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Video. Hat mir sehr gefallen. Was ist das für ein Clip? Oh nein, oh nein. Live auf, ich kenne das. Live auf... Nuttensohn. Crazy Video auf jeden Fall. So, ja. Was haltet ihr davon, Freunde? Was sind eure Gedanken dazu? Drip, drip, drop, drop.